Passend zum 4. Mai jetzt gibt es in Fortnite wieder mal ein riesiges Star Wars Update mit neuen Skins, mit neuen Waffen, sogar mit einem kleinen Battle Pass. Und wie durch die Leaks schon vermutet, kommt mit dem Update Anakin Skywalker als Skin ins Game. Und thematisch passend generell noch viel mehr aus der Clone Wars Zeit, darunter Padme, Darth Maul, Klone von der 501., der 212., der 332., der 104., die Coruscant-Wache und auch noch der Standardklon sind als Skins alle mit dabei. Dazu gibt es dann für Anakin und für Padme noch entsprechende Glider und Pickaxes. Die Lichtschwerter kehren als Waffen zurück, plus dem DC-15 Blaster als neue Waffe. Zudem gibt es dann noch neue Machtfähigkeiten, die ihr erhalten könnt. Natürlich ist das meiste im Premium Battle Pass oder auch im Bundles erhältlich. Es gibt aber auch einen kostenlosen Reward-Tracker, den ihr durch Quests abarbeiten könnt. Und das Ganze ist ab jetzt bis zum 23. Mai verfügbar.